Herr Krüger hat Diplomjournalistik und Politikwissenschaft in Leipzig studiert und unter anderem einen DAD-Stipendiatenaufenthalt in der südrussischen Provinzhauptstadt Rostow am Don absolviert. Und er war unter anderem bei der Leipziger Volkszeitung tätig, hat dort ein Volontariat absolviert. Längere Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für praktische Journalismusforschung in Leipzig tätig, hat er unter anderem als Redakteur und auch Autor das Journalismusfachmagazin Message gearbeitet. In dem Kontext haben wir uns kennengelernt, als ich damals die Recherche über die nicht vorhandene Berichterstattung zur Uranmunition gemacht habe. Inzwischen hat er seine Promotion abgeschlossen zum Thema Netzwerke deutscher Journalismuseliten in Politik und Wirtschaft, das dann in dem Buch Meinungsmacht, das dort auch in der Vitrine ausliegt, den Niederschlag fand und unter anderem in der ZDF-Anstaltssendung von Ende April, dass diese Netzwerke tatsächlich vorgestellt hat. Und um noch ein bisschen das Spektrum deutlich zu machen, in dem Herr Krüger arbeitet, das Buch Meinungsmacht habe ich schon erwähnt. 2006 hat er publiziert Gekaufte Presse in Russland, politische und wirtschaftliche Schleichwerbung am Beispiel der Medien in Rostow-na-Dunu. Das ist natürlich kein Thema, das sich auf irgendeine Region beschränkt. Medienmissverständnisse bis Manipulationen gibt es natürlich überall. Wir konzentrieren uns hier auf unsere eigenen in dieser Ausstellung. Aktuell publiziert er eher zum Thema Meinungsbildung durch Facebook, Twitter und Co. Soziale Netzwerke, wie sie sich auf unsere Kommunikation auswirken. Und ich möchte noch eine Rezension extra erwähnen, die Herr Krüger verfasst hat, unter dem Titel Realität schaffen und verkaufen, nämlich ein Buch, das wir hier auch bereits erwähnt hatten, von Jörg Becker und Mira Beham, Operation Balkan, Werbung für Krieg und Tod, wo aufgezeigt wird, wie verschiedene PR-Agenturen damals daran gearbeitet haben, uns auf den Balkankrieg einzuschwören. Also ich freue mich sehr, einen interessanten Referenten für diesen Abend gewonnen zu haben und Ihnen jetzt zuzuhören. Ja, vielen Dank, Frau Schiffer. Hallo auch alle zusammen hier. Wo Frau Schiffer jetzt meinen Aufenthalt in Rostow am Don in Russland erwähnte, wo ich mich auch für Medienmanipulation interessiert habe, hatte ich ein Interview geführt mit dem Pressechef des Rostower Gebietes, also des Rostowskaja Oblast, hatte der Gouverneur, also einen Pressechef. Und der hat mir dann verraten, dass es so Verträge gibt mit Zeitungen und Fernsehsendern, wo die also eine bestimmte Anzahl von Rubeln jedes Jahr der Redaktion überweisen und dafür können sie dann eine gewisse Zeitungsfläche kaufen. Man sieht das dann aber nicht in der Zeitung, also wird dann zu Pressekonferenzen eingeladen. Der Journalist kommt dann, schreibt was, lässt es noch abnicken von der Gebietsadministration und dann kriegt es der Leser eben als journalistisches Produkt zu sehen. Und ich war total schockiert und er meinte, wieso, ihr im Westen müsst doch auch sowas Ähnliches machen. Man muss ja irgendwie miteinander klarkommen, so die Politik und die Medien. Also ich war total schockiert. Nach dieser Forschungsarbeit in Russland habe ich mich dann eher für Deutschland interessiert und eben auch so ein ähnliches Thema, wie kommen eigentlich Politik und Medien miteinander klar und dass es hier nicht ganz so grob und offensichtlich läuft und mit Geld, aber dass es auch Mechanismen gibt, die auch Medien in eine gewisse Richtung vielleicht lenken, zumindest in einem Mainstream, also wo jetzt nicht alles andere total unterdrückt wird, aber dass es schon eine bestimmte Tendenz gibt. Davon handelt also meine Forschungsarbeit, die ich heute vorstellen möchte. Und die wurde, begonnen habe ich die mit einem unbestimmten Gefühl, dass in großen Medien, also in den wichtigsten Medien in Deutschland häufig Meinungen irgendwie da sind oder Tendenzen, die weit weg sind von den Ansichten von normalen Bürgern, die irgendwie mehr so Elitensichten transportieren. Deshalb habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach Verbindungen, nach informellen Interaktionen zwischen leitenden Journalisten dieser großen Medien und Eliten aus Politik und Wirtschaft. Also das war sozusagen mein Antrieb, mein Fokus. Und ich
bin praktisch eher zufällig auf transatlantische Netzwerke gestoßen, also die mit den USA und der NATO zu tun haben. Das wird nun wiederum vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise interessant und deshalb passt es auch irgendwie in diese Ausstellung und hoffe, dass sich das irgendwie ergänzt und dass wir zumindest angeregt miteinander dann diskutieren können. Mein Vortrag, jetzt können Sie klicken, Frau Schiffer, gliedert sich so, dass ich erst eine kurze Einführung gebe oder eine Hinführung. Dann zeige ich Ihnen, wie einige führende deutsche Außenpolitikjournalisten zu Sicherheitspolitik und Bundeswehr-Auslandseinsätzen publiziert haben, was für Meinungen dort dominierten. Und dann zeige ich Ihnen, in welchen sozialen Netzwerken diese Journalisten unterwegs waren, zu welchen Eliteorganisationen sie da Kontakt hatten, involviert waren. Und zum Schluss stelle ich noch ein paar Hypothesen auf über die Zusammenhänge zwischen diesen beiden Sachen, also Meinungen, Stoßrichtungen in den Artikeln und soziale Umgebung. Das ist aus meiner Sicht nicht ganz einfach und nicht platt und nicht Verschwörung, sondern ein bisschen komplizierter. So, dann wollen wir mal anfangen mit einer Konferenz oder einem Projekt, was gerade das Auswärtige Amt durchführt. Oh, hier hat sich irgendwas kräftig verschoben. Review 2014, Außenpolitik weiterdenken, führt gerade das Auswärtige Amt durch, um einen Graben zwischen den Erwartungen im In- und im Ausland, zwischen außenpolitischen Eliten und der breiten Öffentlichkeit irgendwie zu schließen. Das treibt den Minister Steinmeier um und seine Mitarbeiter, dass es da eine Kluft gibt. Darum geht es auch in meiner Dissertation. Und es wurde eine aktuelle Umfrage unter der deutschen Erwachsenenbevölkerung gemacht, was sie von Außenpolitik halten, was die wichtigsten Ziele sind. Und zum Beispiel kommt da raus, dass auf die Frage, soll sich Deutschland künftig international mehr engagieren, zum Beispiel nur 37% Ja sagen und 60% Nein, lieber wie bis jetzt sich zurückzuhalten. Und natürlich die Partner in der NATO und anderswo in der Welt, die tragen ganz hohe Erwartungen an die deutsche Außenpolitik. Und es gibt aus meiner Sicht auch einen Konsens unter der Politik und auch der Wirtschaft in Deutschland, dass da sehr viel aktiver und auch mit Militäreinsatz agiert wird weltweit. Klicken Sie mal weiter. Dieses Meinungsbild, dass sich also nur wenige Leute mit verstärktem Engagement weltweit anfreunden, steht natürlich in krassem Kontrast zu dem, was Joachim Gauck und Frank-Walter Steinmeier und Ursula von der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar diesen Jahres gesagt haben. Da gab es also drei konsonante klingende Reden, wo dann in der Presse also hieß, dass es eine entschiedenere Außenpolitik Deutschlands gefordert wird von Gauck. Einmischen statt wegsehen, eine robustere Außenpolitik, eben, was auch militärische Mittel nicht ausschließt. Da gab es also eine konzertierte Aktion, rhetorische Aktion in diesem Forum. Und wenn Sie jetzt nochmal weiterklicken, sehen Sie hier aus der Zeit, kurz danach gab es eine Analyse, da war eine ganze Seite in der Zeit, über die Vorgeschichte dieser Reden auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da wurde unter anderem auch beschrieben, dass parallel zu der Vorbereitung dieser Reden ein Projekt namens Neue Macht, Neue Verantwortung durchgeführt wurde. Da hatte die Stiftung Wissenschaft und Politik zusammen mit dem German Marshall Fund of the United States ungefähr 50 Leute zusammengeholt, Politiker, ein paar von der Wirtschaft, ein paar Journalisten, ein paar Wissenschaftler auch, und die haben ein paar Monate lang sich getroffen, diskutiert, wie soll eine neue Außenpolitik in Deutschland aussehen, haben dann ein Papier veröffentlicht im November letzten Jahres, in ungefähr demselben Sinn und Geist dieser Reden. Und das Spannende ist, das ist ganz schön, dass die Zeit uns da aufgeklärt hat, interessanterweise aber in einem sehr positiven Frame, also das wurde also nicht kritisch hinterfragt, sondern das kam also so rüber, dass also endlich hier auf breiter Front eine Abkehr oder ein Ablegen der Scheuklappen jetzt hier stattfindet und Deutschland sein Gewicht, das es in der Welt hat, endlich auch mal einbringt. Und noch spannender ist, wenn Sie noch mal klicken,
schreiben also die beiden Autoren der Zeit, dass hier ein ehemaliger Zeitredakteur im Hintergrund gewirkt hat, nämlich Thomas Kleine Brockhoff. Der war also Zeitredakteur und ist danach beim German Marshall Fund of the United States in Washington, hat er, glaube ich, eine Führungsposition übernommen und ist jetzt bei Gauck Redenschreiber, wenn ich es richtig erwähnt habe. Also das war schon ganz aufklärerisch innerhalb dieses, also durchweg wohlwollenden formulierten Artikels. Was da aber auch nicht stand ist, wenn Sie nochmal klicken, dass Jochen Bittner, der da als erster Autor genannt ist, dass der selber bei diesem Projekt mitgemacht hat. Neue Macht, neue Verantwortung. Das stand nicht drunter. Das würde ich aber sagen, ist nötig, um dieses Framing oder diese Tendenz dieses Artikels zu verstehen. Diese These durchzieht also meinen Vortrag. Medieninhalte, Stoßrichtungen, Meinungen haben zu tun mit dem, was Journalisten sonst so machen, wo sie sich rumtreiben, mit wem sie was irgendwie ehrenamtlich oder nebenbei noch machen. Und wenn sich das also hier direkt ergänzt, also ein Journalist, der über Außenpolitik schreibt, sich auch noch bei Thinktanks oder ja, Politikplanungsprozessen sozusagen beteiligt, da sage ich, das ist ein bisschen schwierig oder da würde ich mir eine Debatte wünschen, ob das so sein sollte. Das als einführende Worte und jetzt erzähle ich Ihnen Ergebnisse einer Inhaltsanalyse von Artikeln. Und zwar Artikeln zu einem Themenkomplex, wo es eben die bereits genannte Kluft zwischen Elite und Bevölkerung in Deutschland gibt. Das sind die Auslandseinsätze der Bundeswehr, vor allem Afghanistan. Afghanistan-Einsatz war die politische Elite mit Ausnahme der Linkspartei immer dafür, wurde also immer die Verlängerung im Bundestag durchgewunken. Und die Bevölkerung ist, das zeige ich auf der nächsten Folie, was damit zusammenhängt, ist die Verwendung eines erweiterten Sicherheitsbegriffs. Bis Ende des Kalten Krieges war Sicherheit territorial definiert, also Verteidigung ist die Verteidigung des eigenen Territoriums, wenn mich jemand angreift mit einer Armee. Dann fiel die Bedrohung aus der sowjetischen Richtung weg und dann begann sozusagen Anfang der 90er die NATO, die Bundesregierung auch, die US-Regierung und später 2003 auch die EU, begann damit in ihren Doktrinen und Papieren Sicherheit breit zu definieren. Sicherheit war dann eben nicht nur territoriale Integrität zu wahren, Sicherheit erstreckte sich auf alles Mögliche, auf Terrorismus, auf die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, auf Piraterie, organisierte Kriminalität, es ging um die Folgen vom Klimawandel, es ging um Armut, es ging um demografische Herausforderungen, also wirklich tatsächlich um das gute Leben allgemein. So, das war dann Aufgabe von Sicherheitspolitik und das ist natürlich, wenn man das so definiert, dann ist natürlich auch für all diese Themen dann der Einsatz des Militärs nicht so weit weg. Also man kann das durchaus kritisch sehen, was zum Beispiel die Kirchen, die Linkspartei, die Friedensforschung eben kritisch sieht. Das ist aber sozusagen, steht in offiziellen Papieren, in Doktrinen drin, seit 1992 in Deutschland. Und dass das sozusagen auch Sprengstoff ist, weil die Bevölkerung mit diesem Begriff nicht einverstanden ist, erinnern Sie sich 2010, als Horst Köhler im Mai ein Radiointerview gab, sein letztes Radiointerview als Bundespräsident, und hat gesagt, dass die Bundeswehr Auslandseinsätze auch mit wirtschaftlichen Interessen zu tun haben. Da gab es einen riesen Aufschrei, 3 Tage später war er nicht mehr Bundespräsident. Wieso, das ist bis heute nicht so richtig geklärt, aber er hatte nur gesagt, was eigentlich in diesen ganzen Papieren drin stand, was Elitenkonsens ist, dass eben Sicherheit auch Rohstoffsicherheit und Energiesicherheit und so weiter ist. Zugang zu lebenswichtigen Rohstoffen und so weiter. Das steht also in diesen Papieren alles drin und war aber irgendwie Anlass, Aufhänger seine Positionen abzugeben nach einer massiven Kritik. Dass die nochmal kurz als Beleg, dass der Afghanistan-Einsatz, anders als die politische Elite das so sieht, eben nicht für besonders toll gefunden wird. Hier sind Umfragen zwischen September 2009 und April 2010. Auf die Frage, soll die Bundeswehr in Afghanistan bleiben oder möglichst schnell zurückgezogen werden, sagen hier also, zurückziehen ist diese Linie, sagen also zwischen
zwischen 57% und 71% haben immer gesagt, abziehen, möglichst schnell raus. So, ne? Da sieht man diese Spannung, diesen Graben, von dem auch Steinmeier spricht. So, und jetzt habe ich geschaut, wie sieht das denn in großen Medien aus bei außenpolitisch wichtigen, tonangebenden Journalisten. Und zwar habe ich mir ausgesucht Stefan Cornelius, der Außenpolitik-Ressortleiter der Süddeutschen Zeitung, sein Kollege bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Klaus-Dieter Frankenberger, Michael Stürmer, Chefkorrespondent der Welt und Josef Joffe, Mitherausgeber der Zeit. Da habe ich über eine Datenbank alle Artikel rausgesucht, die zwischen 2002 und 2010 mit so Stichworten, die da stehen, erschienen sind. 2002 deshalb als Anfangspunkt, weil dort zum ersten Mal dieser erweiterte Sicherheitsbegriff öffentlich im Bundestag von Peter Struck erwähnt wurde. Da hat er zum ersten Mal gesagt, Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. 2010 endet das dann mit der, weil das eben der Zeitpunkt war, wo ich diese Analyse durchgeführt habe. Und da habe ich 83 Artikel gefunden, vor allem Kommentare und Leitartikel, und habe dort so Argumente rausgefiltert. Und diese Argumente, die da kommen, zeige ich Ihnen jetzt. Und zwar zeige ich Ihnen die als Netzwerkgrafik. Diese Netzwerkgrafik liest man so, dass die schwarzen Punkte die Journalisten sind. Hier der Fatzmann, hier der Süddeutsche Mann, hier ist der Weltmann und da oben ist der Zeitmann. Und diese weißen Kulern sind die Argumente, die sie verwendet haben. Je kleiner ein Argument oder je größer so eine Kuller ist, desto häufiger kommt dieses Argument generell vor. Und diese Striche bedeuten also hier, Stefan Cornelius hat also ziemlich häufig, weil so eine dicke Linie ist zwischen ihm und diesem Argument hier, hat er dieses Argument mehrmals verwendet. Und auf den ersten Blick sehen wir schon, dass es eine große Schnittmenge gibt von diesen vier Personen mit den Argumenten, die sie da verwenden. Und es gibt hier tatsächlich nur drei Argumente, die jeweils nur einmal vorkommen. Und dafür aber, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber relativ viele, die alle vier verwenden und nochmal relativ viele, die drei von den vier Leuten verwenden. So, und jetzt gucken wir uns mal kurz an, ein paar Schlaglichter, was denn so die Argumente sind. Da oben sehen Sie den erweiterten Sicherheitsbegriff, von dem ich also schon gesprochen habe. Zum Beispiel schrieb Cornelius in der Süddeutschen, die Finanzkrise und die Energiedebatte haben gezeigt, dass Sicherheit eigentlich ein breiter Begriff ist. Klaus-Dieter Frankenberger schrieb, und nach den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien wird die Sicherheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt. Der traditionelle geografische Sicherheitsbegriff also globalisiert und ausgeweitet. Dass die traditionellen Beschränkungen aufgegeben wurden, ist richtig. Sie waren obsolet geworden, weil die Umstände sich fundamental geändert haben. Also aus meiner Sicht ein kein argumentativer Trick, ja, die alte Definition als traditionelle Beschränkung zu bezeichnen und den jetzigen weiten Begriff, also als den natürlichen, den eigentlichen, ne, anzusehen. So, da haben wir hier ein Argument, Bedrohungskatalog habe ich das genannt. Das sind Aufzählungen von Bedrohungen, die uns also drohen nach diesen Doktrinen und Dokumenten. Da werden die immer aufgezählt und die werden auch in diesen Artikeln häufig aufgezählt. Wenn Sie hier mal schauen, Cornelius schrieb, die letzten Jahre haben das Bedrohungsspektrum dramatisch erweitert mit dem dschihadistischen Terrorismus und all seinen Spielarten an der Spitze der Liste, gefolgt von anderen religiös motivierten Bedrohungen, aber auch von den Ängsten, die der Klimawandel, die Energieversorgung und selbst Flüchtlingsströme auslösen. Frankenberger in der FAZ schrieb, diese Gefahren und Herausforderungen reichen vom Terrorismus über die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, über Energie- und Klimawandel bis zu Cyberangriffen, wirtschaftlicher Instabilität und Pandemien. Also es ist tatsächlich so eine Reproduktion des Elitenkonsens hier. Da oben finden wir das Argument, dass Deutschland seine Sicherheit weltweit verteidigen soll. Also da wird häufig auch Peter Struck zitiert und gesagt, dass der recht hat oder dass man das also bedenken sollte. Und da oben wird herausgestellt, dass das Bündnis mit den USA gepflegt werden muss. Textbeispiele. Als atlantische Gemeinschaft lassen sich die Turbulenzen der neuen multipolaren Welt allemal besser aushalten. Nur in dieser Kombination können die vielfältigen Herausforderungen gemeistert werden, stand in der FAZ. Und in der Zeit schrieb Josef Joffe, wer Amerika nicht mag, möge die Machtverhältnisse nicht vergessen.
nüchterne Interessenpolitik gebietet es, den Draht nach Washington nie abreißen zu lassen. Umso mehr, als die Interessenkongruenz viel breiter ist, als es Schröder und Bush je wahrhaben wollten. Und die fordern auch mehr NATO-Engagement der Bundesregierung. Und weil das unpopulär ist, fordern sie auch, das Volk verstärkt zu überzeugen von der Notwendigkeit. Als Beispiele: Den Meinungskampf an der Heimatfront darf die Politik nicht scheuen, wenn sie von dem überzeugt ist, was sie vorgibt. Der Kampf um die Hearts and Minds, also ein Begriff aus Afghanistan, muss auch bei uns geführt werden, schrieb Frankenberger in der FAZ. Und Joffe drückt es ein bisschen anders aus: Alle Politik muss den Wählerwillen respektieren, aber das Grundgesetz verbietet es den Regierenden nicht, für das außenpolitisch Gebotene zu werben. So, das soll mal so grob verdeutlichen, die Tendenz in den Artikeln, und dass es da relativ konsonant ist, zumindest aus meiner Sicht, vor dem Kontrast der Kritik an den Auslandseinsätzen und der Kritik an dem Sicherheitsbegriff. Die Akteure sehen das ganz anders. Josef Joffe hat sich in einem erbosten Brief ans ZDF gesagt: Wir sind so unterschiedlicher Meinung, so ein Quatsch, das jetzt hier als Meinungsfabrik und Einheitsbrei irgendwie anzusehen. Darüber kann man halt streiten, je nachdem, welche Perspektive man hat. Mein Fazit aus dieser Inhaltsanalyse ist jedenfalls, dass in Grundsatzfragen die Journalisten auf der Linie von USA, NATO und Bundesregierung liegen. Also wenn die, das ist natürlich, sind nicht dieselben Akteure, aber die Bundesregierung sehe ich so in einem Sandwich zwischen den Wählern, die militärskeptisch sind und Sicherheit eben nicht breit definieren, und oben das Bündnis und die USA, die sozusagen mehr fordern von der Bundesregierung. Und wenn sozusagen Kritik geübt wird an der Bundesregierung von den Journalisten, dann ist es sozusagen Kritik aus der Perspektive der NATO und der USA, aber nicht die Kritik aus der Perspektive der Bevölkerungsmehrheit, oder wenn man es so sagen will. Und die Definition, diese neue Definition von Sicherheit und Verteidigung wird eben unkritisch übernommen. Ja, da finden sich keine Argumente aus der Friedensforschung oder so wieder, wird nicht diskutiert. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie die soziale Umgebung ausschaut von den Journalisten. Die habe ich nämlich nicht zufällig untersucht, sondern weil sie in meiner Netzwerkanalyse herausragende Positionen eingenommen haben in diesen Netzwerken oder im Netzwerk. Und zwar, was habe ich gemacht? Das will ich jetzt mal ausführlich erzählen, damit, das ist wirklich wichtig, um auch die Ergebnisse nicht überzubewerten. Was habe ich gemacht? Ich habe mir von den 21 wichtigsten Medien aus den Impressen leitende Redakteure rausgesucht. Chefredakteure, stellvertretende Chefredakteure, Ressortleiter Politik und Wirtschaft oder so ähnlich, bis hin zu Berlin, also Hauptstadtbüroleitern. So. Dann habe ich geguckt, wo treffen die Eliten aus Politik und Wirtschaft außerhalb ihrer journalistischen Pflichten. Also speziell habe ich gesucht nach Vereinen, Stiftungen, vertraulichen Konferenzen, Policy Planning Groups, wie man sie so vielleicht auch nennt, wo sowohl einer dieser wichtigen Journalisten drin ist, als auch mindestens eine Elite aus Politik oder Wirtschaft. Egal ob Deutschland oder oder aus dem Ausland oder internationale Organisationen. Genau. Und das im Untersuchungszeitraum 2002 bis 2009. Also diese Daten sind jetzt auch nicht taufrisch, will ich auch einschränkend vorher schon sagen. Manche Verbindungen, die Sie jetzt gleich sehen, sind schon nicht mehr da, manche sind noch da. Meine Quellen waren das, vor allem das Internet, ein bisschen was aus Büchern, Zeitungsartikeln, ein paar Archive habe ich angeschrieben und ein paar Organisationen selber habe ich angeschrieben, ob die mir Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern schicken können. Manche haben mir geholfen, manche nicht. Und dann schauen wir uns mal an, was rausgekommen ist bei den Journalisten, deren Artikel ich jetzt vorgestellt habe. Hier ist Klaus-Dieter Frankenberger, der FAZ, Ressortleiter Außenpolitik. Das ist er hier. Der war Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Münchner Teilnehmer heißt vollwertiger Teilnehmer neben den ganzen Diplomaten, Staatschefs, Ministern, Wirtschaftsvertretern, Politikwissenschaftlern, die sich dort treffen.
nicht nur als Berichterstatter. Ja? Da gibt es noch viele andere Journalisten auf der Galerie da oben in dem Hotel Bayerischer Hof, die nur so runtergucken können und zuhören können. Aber Teilnehmer dürfen eben, die sitzen unten im Plenum, dürfen mitdiskutieren, die haben Zugang zu den Buffets, Abendveranstaltungen und zu den Hinterzimmerbereichen, wo auch die Vier-Augen-Gespräche oder die bisschen Diplomatie auch stattfindet. Er war Beirat und ist es heute auch noch der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Das ist eine Organisation, ein Think Tank oder eine Weiterbildungsstätte des Bundesverteidigungsministeriums mit dem Auftrag, über sicherheitspolitische Themen zu informieren, hinein in die Gesellschaft, zu Beamten, zu Wirtschaftsleuten und so weiter. Der Beirat übrigens hat die Aufgabe, das Kuratorium dieser Akademie zu beraten. Das Kuratorium sind die Bundeskanzlerin und die wichtigsten Bundesminister. Sehe ich hier einen Interessenskonflikt, dass man die Leute beraten soll, die man eigentlich kritisieren soll und also kritisch begleiten sollte. Frankenberger war und ist auch noch Mitglied der Trilateralen Kommission. Trilaterale Kommission kennt fast kein Mensch, ist ein Elitentreff von Nordamerikanern, Westeuropäern und Asiaten mittlerweile, ja, oder früher nur Japanern, jetzt mittlerweile auch Asia-Pacific-Regionen von ehemaligen Politikern und auch aktiven, vor allem Wirtschaftsleuten auch und aus allen möglichen Bereichen dieser Gesellschaften, gegründet von David Rockefeller und Brzezinski, dem Sicherheitsberater damaligen von Jimmy Carter. Die Trilaterale Kommission ist ein Spin-off von der Bilderberg-Konferenz. Bilderberg-Konferenz war ist immer noch ein Treffen von Nordamerikanern und Westeuropäern. Als in den 70ern klar wurde, dass Japan an Bedeutung gewinnt, hat man die Trilaterale Kommission gegründet, um Japan mit reinzunehmen zu solchen Hintergrundgesprächen über Strategien oder Interessensabgleich. Also das ist laut Politikwissenschaftlern ist das also eine Körperschaft, wo Spannungen innerhalb dieser mächtigsten Staaten oder der Eliten abgebaut werden, bevor es in der Öffentlichkeit zu irgendwelchen großen Diskussionen kommt. Ja. Und er war, vielleicht ist das auch noch, Beirat der Atlantischen Initiative, ein Freundschaftsverein, der sich um die Beziehungen, um die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA kümmert. Und diese Grafik ist so zu lesen, dass je größer so ein Kreis ist, desto mehr Leute sind da drin insgesamt. Und je dicker so eine Verbindungslinie ist zwischen zwei Organisationen, desto mehr Leute sind sowohl hier als auch hier drin. Also die größte personelle Schnittmenge ist hier zwischen der Münchner Sicherheitskonferenz und der Trilateralen Kommission. Das heißt auch, dass Frankenberger sozusagen nicht in jeder Organisation andere Leute trifft, sondern teilweise immer dieselben oder treffen kann. Ich kann es nicht wissen, ich habe Daten gesammelt, weiß nicht, mit wem er da tatsächlich kann oder nicht kann, aber es gibt eine gegenseitige Erreichbarkeit durch diese Organisationen. Und wenn wir jetzt mal reingucken, das ist dieselbe Netzwerkgrafik, nur aufgedröselt nach Leuten, die dann noch drin rumspringen. Hier ist Klaus-Dieter Frankenberger und hier sind die blauen Bubbles, sind wieder diese Organisationen. Und da kann man jetzt ja gucken, wer da alles drin ist und man sieht auch, wer da doppelt und dreifach drin ist. Das ist jetzt die Netzwerkgrafik mit allen Leuten, die in zwei oder mehr Organisationen drin sind. Also wo schon eine doppelte Wahrscheinlichkeit da ist, dass er sie kennt oder kennen kann. Also sieht man hier zum Beispiel Angela Merkel, weil die im Kuratorium der Bundesakademie für Sicherheitspolitik ist und auch an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen hat. Oder man sieht da ganz oben, sieht man Henry Kissinger, den ehemaligen amerikanischen Außenminister, der sowohl an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen hat, als auch Mitglied der Trilateralen Kommission ist. So liest man diese Netzwerkgrafik. Und das sind jetzt noch so 60, 70 Leute, ganz schön viel. Wenn wir es noch mehr aussieben und gucken, wer in drei oder mehr Organisationen drin ist, dann sieht die Netzwerkgrafik so aus. Und da sehen wir hier Wolfgang Ischinger. Wolfgang Ischinger war mal Botschafter
in Amerika und auch in London, ist seit 2008 Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und Cheflobbyist der Allianz, des weltgrößten Versicherungskonzerns. Und aktuell ist er sogar in der Ukraine beauftragt, die Konfliktparteien irgendwie zu versöhnen am runden Tisch, was mir ein bisschen absurd erscheint, weil der Westen natürlich auch in diesem Konflikt eine Rolle spielt. Und er also ein großer Transatlantiker ist. Dann haben wir hier zu Guttenberg, damals Verteidigungsminister in diesem Untersuchungszeitraum. Carsten Vogt war damals der Beauftragte für die deutsch-amerikanischen Beziehungen im Auswärtigen Amt. Horst Teltschik, ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Kohl-Berater für Außenpolitik. Das reicht erstmal. Das ist also, wären die Leute, wo Klaus-Dieter Frankenberger eine hohe Wahrscheinlichkeit hatte, dass er sie treffen konnte oder dass er sie kennt. So, dann schauen wir uns mal an, wie es bei Stefan Cornelius aussieht, dem Außenpolitik-Ressortleiter der Süddeutschen Zeitung. Der war auch, oder ist er immer noch, regelmäßiger Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz. Er war und ist auch noch Beiratsmitglied der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Er war damals, ist heute nicht mehr, im Präsidium der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Das ist eine Organisation, die werben und aufklären möchte über die NATO und die NATO-Politik in Deutschland. Also ich würde sagen, eine Lobbyorganisation. Er ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und er war zumindest Beiratsmitglied der Zeitschrift Internationale Politik. Die wird herausgegeben von der DGAP, die ich gerade erwähnt habe. Und ist eigentlich auch ein bisschen so ein offiziöses Blatt, also die DGAP wird ja auch bezuschusst vom Auswärtigen Amt oder Kanzleramt. Also da finden sich häufig offizielle Positionen oder aus Thinktanks, die der Politik nahestehen. So, und hier haben wir noch das American Institute for Contemporary German Studies in Washington. Da war er auch häufig in verschiedenen Kontexten dort auf Veranstaltungen dieses Instituts, wo eben auch Wirtschaftsleute und also zumindest Wirtschaftsleute aus Amerika auch involviert waren in den Gremien. Und wir sehen wieder personelle Schnittmengen, das heißt, da sind auch wieder ein Milieu zu erkennen von Leuten, die immer wieder auftauchen. Schauen wir mal rein, wie es menschenmäßig aussieht. Das ist jetzt zum gleich die Grafik der Leute, die in drei oder mehr Organisationen drin sind. Und da haben wir wieder Karl Theodor zu Guttenberg, damals Verteidigungsminister. Hier haben wir Wolfgang Ischinger von der Allianz und von der Sicherheitskonferenz. Wir haben John Kornblum, ehemaliger amerikanischer Botschafter in Deutschland. Wir haben Steinmeier, damals und heute Außenminister. Und ja, das sind so die spannendsten Leute. Gut, und dann schauen wir uns mal noch Josef Joffe an, den Mitherausgeber der Zeit, der da sehr stark vernetzt gewesen ist im Elitenmilieu. Entschuldigung, da musste ich vor lauter Schreck nochmal drauf drücken. wir haben also, hier haben wir das Weltwirtschaftsforum in Davos, da war er, Münchner Sicherheitskonferenz, Bilderberg haben wir gerade schon erwähnt, Atlantikbrücke, war er Mitglied, ist er heute nicht mehr, hat er gerade erbost zu Protokoll gegeben. Im American Council on Germany war er im Kuratorium, das ist also in Amerika eine Organisation, die sich um Deutschland kümmert, auch mit so Elitenbezug. Wir haben wieder die Trilaterale Kommission, wieder das American Institute for Contemporary German Studies, Hypo Vereinsbank. Also ein paar Sachen, die nicht mit Amerika zu tun haben, aber eben viel Amerika-Bezug. Aspen-Institut, American Academy in Berlin und so weiter. Und viele personelle Schnittmengen. Wenn wir jetzt reingehen und die Leute angucken,
Das ist die Grafik nicht mit zwei oder mehr Organisationen, nicht mit drei oder mehr. Nein, das ist die Grafik mit nur den Leuten, die in vier oder mehr Organisationen von Joffe drin waren. Und da haben wir wieder Henry Kissinger, wir haben Guido Westerwelle, wir haben Wolfgang Ischinger wieder und Carsten Vogt aus dem Auswärtigen Amt, Friedrich Merz, der heute noch der Atlantikbrücke vorsteht, Josef Ackermann tummelt sich hier, damals noch Deutsche Bankchef, Gutenberg ist da oben, ja genau, Matthias Döpfner, genau. Und wen haben wir hier? Wir haben hier Stefan Cornelius von der Süddeutschen Zeitung. Die sehen sich also oder können sich auch noch häufig sehen, obwohl sie in verschiedenen Zeitungen arbeiten. Wenn sie mal klicken, ist vielleicht kein Zufall, dass sie auf ihren Netzwerkgrafiken gegenseitig auftauchen. Die waren mal Chef und, also Joffe war mal bei der Süddeutschen Außenpolitik-Ressortleiter und Cornelius war Washington-Korrespondent. Und möglicherweise gab es da ein Mentorenverhältnis oder Cornelius hat ein paar Kontakte geerbt, sodass sich da vielleicht was übertragen hat. So, ne? Aber das sind Spekulationen, kann ich nicht beweisen. Gut, den Michael Stürmer lasse ich jetzt weg, aus Zeitgründen und geistigen Kapazitätsgründen, aber noch einen Blick auf das Gesamtnetzwerk. Ich habe ja nicht nur diese, mein Fokus waren ja nicht nur transatlantische Organisationen, sondern generell elitenhaltige Organisationen. Und da habe ich also insgesamt 64 Journalisten in 82 Organisationen gefunden. Also eine ganz schöne Menge. Und wenn man da so ein Gesamtnetzwerk aufspannt, also versucht, einen Überblick zu gewinnen über diese Landschaft aus Organisationen mit Eliten und Journalisten. Und wenn man dann nicht alle 64 Organisationen nimmt, weil das zu viel wäre als Grafik, sondern nur die Organisationen, wo mindestens zwei Journalisten sich drin tummelten, kommt man zu so einem Bild. Und dann haben wir, achso, ich kann ja gar nicht, man hat dann hier eine ziemliche Nähe zwischen Zeit, Süddeutscher und FAZ, eben vor allem aufgrund dieser Organisationen, die ich schon gezeigt habe, weil diese ganzen sicherheitspolitischen, außenpolitischen und transatlantischen Organisationen sind hier und die Welt hat der Computer dann hier hingemacht, also weil noch andere in andere Richtungen auch noch ein paar Verbindungen gingen. Aber hier ist sozusagen diese Landschaft, die wir jetzt gerade anhand von wenigen Personen geguckt haben. Es gibt noch viele andere, es gibt noch so Kulturstiftungen, wo im Kuratorium auch Eliten drin sitzen, nationale Eliten meistens aus Deutschland. Es gibt Hintergrundkreise, die in Berlin betrieben werden von Journalisten, die jede Woche Spitzenpolitiker einladen zu sich, um dann für den Hinterkopf irgendwie vertraulich irgendwelche Informationen erzählt zu bekommen. Zum Beispiel der Wohnzimmerkreis, das ist der intimste Hintergrundkreis. Da, der besteht aus 10 Journalisten, dürfen auch nicht mehr werden. Und jeder Journalist ist einmal dran mit Kochen bei sich zu Hause. Und dann kommt eben mal Herr Steinmeier abends rein. Und dann wird geplaudert mit dem Siegel, unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Genau, wir haben also im Umfeld dieses transatlantischen Clusters hier haben wir eben, wie gesagt, Zeit, Süddeutsche, FAZ und Welt. Aber zum Beispiel haben wir auch das ZDF. Klaus Kleber war damals auch im Kuratorium des Espen-Instituts. Und die Bild-Zeitung in Gestalt von Kai Diekmann hat eben auch eine Verbindung zur Atlantikbrücke. Kai Diekmann ist da im Vorstand. Und wenn wir jetzt weiterklicken, gibt es noch eine nette Anekdote zu Kai Diekmann im Atlantikbrücke. Das ist der Vorstand der Atlantikbrücke aktuell. Der rote Pfeil zeigt auf Kai Diekmann und drumherum sind eben Leute aus dem Bundestag, von Roland Berger, Strategy Consultants, von Microsoft Deutschland, von RWE, Banken sind dabei, Versicherung, Wolfgang Ischinger wieder hier, Jack in the Box.
Also da ist viel, relativ viel Geld und Macht versammelt. Und jetzt die Anekdote, nämlich im Jahr 2009 auf dem Höhepunkt oder der Finanzkrise trafen sich so ein paar wichtige Leute aus der Atlantikbrücke in Mumbai, also Bombay, um die Erklärung von Mumbai abzugeben. Das war ein Aufruf an die atlantische Gemeinschaft, auch in Zeiten der sich weiter verschlimmernden Finanzkrise gegen Protektionismus und für offene Märkte einzustehen, sowie die Fortschritte und Wohlstandsgewinne zu sichern, die der Prozess der Globalisierung gebracht hat. Dieses Foto und der Text stammt von der Webseite der Atlantikbrücke, Februar 2009. Hier sehen wir Walter Leisler-Kiep, manchen noch ein Begriff aus der CDU-Spendenaffäre. Hier Tom Enders vom Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS. Und das hier ist Kai Diekmann, der Bild-Chefredakteur. Und der wollte vermutlich, dass diese Erklärung von Mumbai auch bekannt wird und hat darüber berichten lassen in der Zeitung, in der Bild, aber mit folgendem Foto. Nochmal zurück, ich mag das sehr gerne, diesen Effekt. Das also Kai Diekmann und in der Zeitung war nicht genug Platz, um ihn mit reinzunehmen. Also ich vermute, das war Absicht, um dem Leser nicht zu zeigen, guck mal hier, der ist Teil der ganzen Veranstaltung. Und einen ähnlichen Effekt sehe ich gerade mit der Sendung, mit der Anstalt, Sendung vom ZDF. Da wurden diese Netzwerke eben aufgegriffen Ende April und ein paar Späße drumherum gemacht, bittere Späße. Und danach gab es ordentlich Ärger. Also diese Sendung haben halt 2,6 Millionen Leute gesehen. Das war das erste Mal, dass die Leute aus meiner Untersuchung ernsthaft reagiert haben auf diese Forschung. Und dann gab es erst einen Brief von Josef Joffe, wo das ZDF eine Unterlassungserklärung unterschreiben sollte, haben sie nicht gemacht. Jetzt gab es eine einstweilige Verfügung. Diese Sendung ist seitdem vom Netz genommen, zumindest von der ZDF-Mediathek. Hier gibt es, also diesen Ausschnitt finden Sie noch bei YouTube, aber ich kann sie jetzt hier nicht zeigen, nicht öffentlich. Das ZDF geht da aber, oder hat Widerspruch eingelegt. Es wird bald eine öffentliche Gerichtsverhandlung geben über diesen Sachverhalt. Also Joffe beschwert sich, dass manche Verbindungen, die dort gezeigt werden, nicht mehr aktuell sind. Witzigerweise haben das die Kabarettisten auch nicht gesagt. Also man kann es so und so verstehen. Aus meiner Sicht ist das, was Sie gesagt haben, sachlich korrekt und zugespitzt, kabarettistisch, aber vertretbar zugespitzt. Joffe sieht das anders. Und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber spannend ist auch, dass wenn man diese Hintergründe kennt, es gibt im Internet so Blog-Einträge, wo das registriert wird, dass diese Sendung vom Netz genommen wurde, wo dann geschrieben wird, das ZDF zensiert sich selbst, also wie jetzt Verschwörung. Ja. Es gab mal ein bisschen kritische Berichterstattung, Satire sogar, und jetzt gibt es da... ziehen alle irgendwie alles zurück. Das ist aber nicht so. Die ZDF-Juristen, die sind entschlossen, das durchzufechten. Also da gibt es keine einheitliche Front. Genau, das ist gerade ganz spannend, was läuft. Das überlege ich noch. Aha, zum Schluss meines Monologs noch ein paar Gedanken über diese Zusammenhänge zwischen Artikelinhalten und sozialen Netzwerken. Ich sehe da einen Zusammenhang, aber keinen unbedingt kausalen Zusammenhang. Also es ist nicht so, dass ein Journalist, weil er in diesen Netzwerken ist, dann das schreibt. Ich sehe es eher so, dass nur Journalisten, die schon vorher eine gewisse Nähe, geistige Nähe hatten zu dem, was in Elitenkreisen beredet wird, dass nur die auch eingeladen werden zu solchen Veranstaltungen oder Vereinen oder so. Und das
sozusagen da nicht unbeschriebene Blätter umgedreht werden und dann, also, ne, dass es jetzt nicht Gehirnwäsche ist oder dass die irgendwie dumm sind, sondern es ist einfach gleich und gleich gesellt sich gern so, ne? So wie ich mich eben in anderen Kreisen tummle, tummeln sich die eben in diesen Kreisen. Möglicherweise ist das auch eine Karriere, ein Vorteil beim Karrieremachen im Journalismus. Wer nah an bestimmten Eliten ist, hat Zugang zu hochrangigen Quellen, kann vielleicht tolle Interviews machen mit Leuten, die sonst keine Interviews oder nicht jeden Interviews geben. Möglicherweise ist also solche Kontakte und auch eben eine geistige Nähe, die Voraussetzung ist für solche Kontakte, eben auch von Vorteil, um aufzusteigen in Redaktionen. Wenn wir transatlantische Netzwerke betrachten, dann möchte ich auch die Beobachtung irgendwie anbringen, dass der Posten des Washington-Korrespondenten oftmals ein Sprungbrett ist für höhere Aufgaben. In den öffentlich-rechtlichen Anstalten werden Leute gezielt, die vielversprechend sind, werden gezielt nach Washington geschickt, damit sie da ein paar Jahre Erfahrung sammeln, Kontakte knüpfen können. Und dann geht es eine Stufe höher. So, ne? Das ist noch nicht erforscht, da gibt es jetzt keine Daten dazu. Das ist jetzt ein subjektiver Eindruck, dass Amerika als Korrespondentenstandort ist karriereträchtiger als Afrika oder so. Ne? Vielleicht ändert sich das mit der wachsenden Bedeutung von China oder Brasilien oder Indien, dass vielleicht bald andere Korrespondentenstandorte irgendwie karriereträchtiger werden. Aber das ist, glaube ich, jetzt einfach seitdem die Westintegration der Bundesrepublik in den 50er Jahren war, glaube ich, also das sind einfach noch vielleicht da die Mechanismen, Amerika als Supermacht. Und wer da nah dran ist, der hat es dann eben leichter. Genau, also das Ganze nennt in der Wissenschaft, nennt man das dann Homophilie, also gleich und gleich gesellt sich gern. Da unterscheidet man zwischen Werthomophilie und Statushomophilie, also Leute, die dieselben Werte teilen und dieselben Einstellungen haben. Die finden sich dann eben, also die Homophilie-Hypothese ist, Kontakte zwischen ähnlichen Personen gibt es häufiger als zwischen unähnlichen Personen. Und meine Hypothese ist also, Journalisten werden von Eliten nur kooptiert, eingeladen, an sich rangelassen, wenn es eine Werthomophilie gibt. Also transatlantische Kreise werden nur Journalisten zu sich einladen, die auch die transatlantischen Beziehungen als wichtig erachten und als förderungswürdig und die sich irgendwie in dem Sinne auch journalistisch äußern. Und dann glaube ich aber auch, dass eine Einbindung in so ein Milieu Konformität verstärken kann. Also wenn man ständig in 5-Sterne-Hotels unter denselben Leuten verkehrt und gebauchpinselt wird, vielleicht, dann wird man sich, wahrscheinlich, so vermute ich, eher unwahrscheinlicher gegen einen Konsens in diesem Milieu stellen und dann eher Konflikte innerhalb dieses Milieus aufgreifen, aber jetzt nichts fundamental hinterfragen oder Prämissen, die in so einem Elitendiskurs zugrunde liegen, die werden wahrscheinlich nicht in Frage gestellt werden. Ist meine Vermutung, weil eben man sonst ausgeschlossen werden kann aus diesem Kreis, der Verlust von Sozialkapital droht. Das sind so kurz gefasst meine Vermutungen über diese Dynamiken. Und zum Schluss will ich noch sagen, dass es in Deutschland noch in keinem Journalistenkodex geregelt ist, wie nah man der Macht kommen darf oder dass diese Involviertheiten in solchen Vereinen oder Organisationen, da gibt es keine Regeln. Die gibt es nur in anderen Ländern und zum Beispiel bei der New York Times. Die sagt ganz klar, er hat einen ellenlangen Ethikkodex, Paragraph 95 heißt, Journalisten sollten sich fernhalten von nachrichtenwürdigen Institutionen, also Institutions that make news. Redaktionsmitglieder dürfen nicht in Regierungsgremien oder Kommissionen sitzen, weder bezahlt noch unbezahlt,
Sie dürfen nicht Mitglied in Kuratorien, Beiräten oder ähnlichen Gruppen sein, außer in solchen, die journalistischen Organisationen dienen oder Journalisten Ausbildung betreiben. Also wenn man das auf Deutschland beziehen würde, dann könnte man sagen, Journalisten dürfen sich zum Beispiel beim Netzwerk Recherche engagieren, weil die wollen die Recherche fördern. Da kann man also ruhig in den Vorstand gehen, es sei denn, vielleicht, man ist vielleicht ein Medienjournalist und also muss über Journalisten berichten, aber wenn man es nicht tut, ist das voll in Ordnung. Aber sowas wie Atlantische Initiative oder so, also was Kernbereich der Berichterstattung ist, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, dann in solchen Organisationen sich zu tummeln, das wäre mit so einer Regelung nicht möglich. Und ich plädiere dafür, hier also eine Debatte zu führen über mehr Distanz zu solchen Kreisen. Ich weiß nicht, ob das Problem, wenn es denn eins ist, muss man darüber reden, ob es das lösen würde. Die New York Times war auch zu Zeiten des Irakkrieges voll auf Regierungslinie. Also wenn es hart auf hart kommt, ist dann doch Patriotismus angesagt. Aber es ist zumindest mal eine Duftmarke oder mal ein Leitstern, an dem man sich orientieren kann, wo man auch Kritik dann auch aufhängen kann. Das fehlt, also im deutschen Pressekodex fehlt es völlig und auch in anderen hausinternen Kodizes bei großen deutschen Medien. Da gibt es viele andere Regelungen, aber sowas gibt es eben nicht. Gut. Und Werbeblock, wer mehr und detaillierter wissen will, dann das Buch gibt es auf dem Markt.